Hallo? Hab ich gedrückt? Ah, danke. Commander, bitte drum. Hier, Shepard. Ein paar Heuschrecken haben gerade jede Menge Feinde auf ihren Weg abgesetzt. Verstanden. Ja, ich merk schon. Boah, diese Drecksau. Oh, da ist die Heuschrecke. Sie zieht sich zurück. Ja, ich hoffe, dass sie das tut. Hauptsache weg von mir. Und auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. So, und nun? Heuschrecke da hinten. Muss ich jetzt hinterher, oder wie? Vermutlich ja. Oh, was wird das denn? Hi! Hi! Na, ich guck mal. Was ist hinter mir? Oh. Auf Wiedersehen! So, nächster bitte. Kann ich die jetzt wegmachen? Haut wieder ab, ne? So, hätten wir das doch. Alter Schwede. Ich mag dieses Maschinengewehr. Das ist fantastisch. Will ja nie wieder was anderes. So, wer will noch Stress? Hi. So ist schön. Mein Gott, ein einziger Regen aus Patronen. Beeilen wir uns. Es ist wichtig, dass wir diesen Trupp nicht verlieren. Ja. Politischen Dynamit. Vielleicht sollten Sie die Kubaner lieber informieren. Ja. Ist uralt und intensiv. Sie ist angeboren. Und ich brauche Ihre Zusammenarbeit. Also sollten wir die Lage nicht komplizierter machen, als sie ist. Richtig. Wo er recht hat. Kommt ihr auch beide? Nein, nicht so. Hallo? Die wollen nicht. Okay, dann geh halt alleine. Wenn ihr immer so einen Stress macht hier. Ach, okay, es geht los! Heute stirbt hier kein Soldat mehr! Na, das hoffen wir zumindest. Ja, roll dich ruhig durch die Gegend, ist kein Ding. Boah. Ja, ja, schwebt hier mal kurz. So, ich halte einfach auf. Ames? Kurz stillhalten, bitte, danke. Ach, wunderschön. Das ist ja wunderschön hier. Das Ding ist aua. Oh, Halleluja! Sag mir doch, dass das einer von denen ist. Ah, ich würde gerne mal ein Stückchen weg hier, ja? Rennend, wenn es geht. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch, keine Zeit für Synthese. So, wo ist unser Dickerchen da vorne? Lass dir ruhig Zeit. Und den hätten wir. Okay. So, jetzt kann ich ihn mal eben wiederholen da vorne. Hallo, Liara. Bitte nicht sterben. Im Optimalfall mir jetzt noch verraten, wo Munition ist, und dann wäre ich super begeistert. Was soll ich denn damit jetzt, ne? Entschuldigung, ich bringe schon wieder alle meine Leute um. Ich vergesse immer ein bisschen, dass es vielleicht ein bisschen viel Schaden macht. Ja. Laute Waffen sind laut. Und meistens auch recht effektiv. So, einmal hoch hier bitte. Wo haben wir denn noch welche? Ach da, hi. Dann sagt mir das doch.
Was? Heuschrecke? Ach, da vorne ist schon wieder eine. Ja, ja, haben wir nachgeladen. Komm, ich guck auf meine Energie, keine Sorge. Keine Sorge, keine Sorge, ist alles gut. Und komm schon. So. Haben wir's? Es ist so verdächtig ruhig hier, okay. Hier, klar. Mal. Ja, erst hole ich mir aber die Munition, meine Liebe. Immer mit der Ruhe, bitte. So, haben wir's? Ja, ich glaube, wir haben's. So, guten Tag. Hi. Lieutenant Victus? Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie so viele gerettet haben. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Hey, ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder. Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Ich zog Vorsicht und Taktik einem Frontalangriff vor. Und meine Männer mussten dafür bezahlen. Worum geht's überhaupt? Meinen Sie den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. Naja, das passiert leider tatsächlich. Es braucht Mut, Fehler zuzugeben, aber man muss drüber wegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Lieutenant, wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen. Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen, aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen. Genau wie Sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte, Sie wollen es nicht. Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Jawohl, für die Ehre. Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was sie heute hier durchgemacht haben. Erinnern Sie sich daran, dass dieses Opfer ohne jede Ehre ist, wenn die Mission fehlschlägt. Richtig. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessiert schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Ach, Commander, hat funktioniert. Kommen Sie mit uns. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Mal sehen, was Sie geht. Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. Mal sehen, was geht. Klingt ja nach, hey, wir sind bei einer Party dabei, aber ich glaube, das ist keine Party. Also nicht das, was ich als Party bezeichnen würde, aber okay. Nee. Jetzt fliegt ja gleich noch alles in der Luft, oder wie? Das ist ja immer hier alles hier, ne? Schlimm, ganz schlimm. Schlimme Zustände sind das hier. Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Die Koordinaten von Victus liegen im Kerfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor?
Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig. Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Richtig. Informieren Sie mich, Hackett Ende. Okay. Eine Mission folgt die nächste. Arbeit auf Tuchanka. Ich bin dankbar, dass Sie... Primarch, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das Verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen. Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Das mag jetzt überraschend kommen, aber ja, würde ich tatsächlich. Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn. Entscheidungen wie diese bedrücken mich. Als ich General war, konnte ich sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Ach, ist auch alles kacke hier. Mann. Ja, Tuchanka-Bombe. Super. Super. Ganz fein. Ganz fein. Das brauchen wir ja auch total, ne? Ich guck mal eben hier kurz in unser Logbuch rein. Ach, die meinen das echt ernst. Ja. So, das haben wir. Das können wir irgendwann mal machen. Das müssen wir noch machen. Priorität Tuchanka. Ja, ja, das kommt noch, das kommt noch. Das können wir noch machen, das können wir noch machen. Ja, immer noch ganz viel auf Tuchanka, okay. Ja. Ach, ich könnte manchmal reinhauen. Das ist ja halt dieser ganze Diplomatie-Intrigen-Kacke hier immer. Ätzend. Okay, gut. Wie dem auch sein mag, mehr Missionen beim nächsten Mal. Für euch geht es wahrscheinlich eh nahtlos weiter. Ich speichere das Ganze aber mal und muss mal eben eine kleine Aufnahmepause einlegen. Mich mal hier ein bisschen um ein paar private Dinge kümmern. Sowas soll ja auch mal vorkommen. Zwischendurch, keine Sorge, nicht allzu häufig. Ja, so, aber bevor ich hier groß rumquatsche und nebenbei mein Knie am Schreibtisch zerdepper, falls man es gehört hat, sehr schön. Knie werden überbewertet. Ja, ich bin hier mal eben kurz raus. Für euch geht's ja quasi gleich direkt weiter. Und ich sage einfach mal danke fürs Reinschauen. Und dann gucken wir, dass wir uns beim nächsten Mal um die Bombe kümmern und all die anderen Dinge, die hier auf Tuchanka noch passieren. Ja, ist ganz schön heißes Pflaster hier auf Tuchanka. Da geht's richtig rund. Da werden wir, glaube ich, auch noch ein bisschen Spaß haben. Ja, dann, wie gesagt, in dem Sinne allerdings, ich danke fürs Reinschauen und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Tschüss! Hallo und willkommen zurück, meine Lieben, bei Mass Effect 3. Mal wieder eine neue Aufnahme. Ja, ich stehe hier noch, hier Dingens in diesem, wie auch immer es eigentlich heißt, rum. Das, wo es hübsch aussieht, ja. So, wir haben beim letzten Mal uns um diesen turianischen Trupp gekümmert, die ja auf Tuchanka verschollen waren. Ich glaube, so hieß der Planet, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir aber auch noch einige andere Sachen. Man kann sie nicht bombardieren, weil man sonst die Reste seiner eigenen Planeten zerstören würde. Sie stellen ihre Soldaten aus unseren Zivilisten her? Sie haben keine Versorgungslinien? Wie besiegt man so einen Gegner? Ich sag dir Bescheid, wenn dir was einfällt. Ja, das ist gut. Sag's mir dann auch Bescheid, weil wir sind ja mitten im Krieg. Das wäre super. Ist immer gut zu wissen, wie man einen Gegner platt kriegt. Guten Tag. Nichts Neues? Nein, gar nichts? Okay, ja, dann stürzen wir uns heute mal direkt hier in irgendeine Mission rein, würde ich sagen. Wie ich ja beim letzten Mal festgestellt habe, kann man das genau hier nämlich, nett machen. Ach, guck mal, da haben wir jetzt das Neue hier. Die Bombe finden. Stadtruinen, Bombardierungsgrate, radioaktiver Schutt, die atemsperrende Asche, Salzebene, starke basische Meere auf Tuchanka gedeiht fast nichts. Ja, das ist doch hübsch. Das klingt doch nach einem, wunderbaren Urlaubsort für uns. Gut, ich mache aber erstmal, ja, machen wir jetzt erst das oder soll ich... das würde jetzt eigentlich Sinn machen, ne? Ach komm, scheiß drauf, wir machen jetzt erst Stadtruinen, Bombe finden. Machen wir mal einfach. Sag ich jetzt mal so. Ich bin so spontan heute. Schön. Gucken wir mal, was das wird.
So, und wir nehmen mit, ja komm, deine Rasse ist ja hier schuld an den ganzen Mist, irgendwie sowas. Du kannst ja nichts persönlich dafür, aber ist egal. Sollen wir mal den James mitnehmen? Den nehmen wir so selten mit. Ist wieder so der typische Schlägertyp, die finde ich irgendwie immer so, vielleicht unberechtigt belanglos. Der ist ja jetzt auch neu in dem Teil hier. Ich weiß ja gar nicht, vielleicht hat er voll die geile Story eigentlich. Ich nehme den mal einfach mit, wa? Ich bin auch immer noch gespannt, kriegt man irgendwann noch mehr Leute? Würde ich mal cool finden. Achso, Moment, Waffenmods. Ah, ich will doch mal gerade eben gucken, ob wir hier was Geiles haben. Waffenstabilität. Wow, das ist ja total unspannend. Projektile pro Magazin um 40%. Ja, das möchte ich auf jeden Fall bitte haben. Das ist eigentlich egal, ne? Durchdringung von 0,5 Meter dicken Objekten allerdings mit um 60% verringerten Schaden. Ich rede aus einem 25% der Verteidigung von gepanzerten Zielen. Oh, das ist ja dann doch nett. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich voll blöd, aber nee, das ist ja cool. Ja, es wird schon alles irgendwie, ne? Ach, der Slot ist belegt. Eigentlich können wir das da auch ruhig machen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Bestätigen. Was ist bei dir? Was habe ich da? So, Moment. Reserve-Munitionskapazität um 60. Das ist mir eigentlich egal. Das finde ich geil. Ach, da haben wir das Reserve-Dings. Okay. Warte mal, aber doch lieber mehr Schaden. Ich meine, es ist eine fucking Schrotflinte, die darf wohl auch nicht Bam machen, oder? Ja, doch. Das finde ich sehr okay. Dann lassen wir das doch mal so. So, bestätigen. Ganz viele tolle neue Punkte. Das könnten wir machen, das könnten wir machen. Das könnten wir auch. Wir können aber auch sparen, weil das nehme ich irgendwie ganz häufig. Und das würde ich vielleicht auch machen. Ja, wisst ihr was? Wir sparen uns das dann einmal, okay? Wir sparen uns das einmal hier. Jetzt habe ich beim Rest gar nicht geschaut. Ja, wird schon passen. Entweder brillieren sie oder sie verrecken alle 2 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob das großen Unterschied macht, je nachdem, wie ich die gerade level. Naja, es wird wohl für eine Mission reichen. Wir spielen es ja nicht auf Hardcore. Das wäre es ja noch. Wir würden ja nur noch verrecken. Norman, die Shuttle. Hier ist Hotel Invictus vom 9. Zug. Hi. Hören Sie mich? Ja. Wir hören Sie, 9. Zug. Sind fast am Bombenareal, Commander. Okay. Wir werden ziemlich rumgeschleudert. Näher gehen wir nicht ran, Lieutenant. Suchen Sie nach einem Platz, wo Sie Ihren Zug absetzen können. Verstanden. Erzählen Sie was über die Cerberus-Bombe. Sie ist nicht von Cerberus, Commander. Sie ist Turianisch. Mhm. Was heißt das, Turianisch? Sie wurde vor Jahrhunderten platziert, nach den Kroganischen Rebellionen. Die Bombe diente dem Schutz vor einem weiteren galaktischen Krieg. Brutal, aber es leuchtet irgendwie ein. Es wäre das Ende der Kroganer, wenn sie Mätzchen machen. Ach, ey, ihr und eure alten Blutfäden hier, ey. So eine Taktik schafft kein Vertrauen. Aber jetzt müssen wir erst die Bombe entschärfen. Ja, richtig. Aber Cerberus hat sie gefunden. Die Detonation würde einen Krieg zwischen meinem Volk und den Kroganern bedeuten. Stimmt. Das erklärt die Geheimhaltung. Wo ist sie? Bei diesen Gebäuden vor uns. Cerberus hat vor, sie auszugraben. Der 9. Zug wird ihre Flanke decken. Bei der Aktivität merken doch die Kroganer, dass was faul ist. Dann dürfen wir nicht versagen, Commander. Verstanden, Lieutenant. Na, super. Bloß keinen Druck oder so. Ach du Kacke. Ja, hübsch. Es rieselt ins Schiff rein, ja? Bewegung, Leute! Köpfe runter! Na, Halleluja! Auf die Linke. Wow! Ja, wem sagst du das gerade? Alter Schwede, hallo! Du musst nachladen! Alter, was, wow. Ey, Heavy Metal, das geht nie ab. Kann ich in Deckung gehen? Wo muss ich hin? Oh Gott. Das ist eine hübsche Party hier, du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, ja. Okay, also wir wurschteln uns hier mal eben durch, würde ich sagen. Ha, mal eben.
Ja, hallo. Ganz mal. Das Munition. Bäh. Stirb, stirb und stirb. Okay, die hätten wir. Also immerhin scheinen die ganzen Explosionen ein hübsches Artwork zu sein und mich nicht umzubringen, aber es ist echt laut. Hallo, was geht denn? Noch was? Nein? Dann gehen wir mal schnell. Sobald wir die Bombe erreichen, wer? Wo? Verstanden. Kein Auslöser, keine Explosion. Alle da? Hallo? Ach, er schießt noch irgendwo drauf. Ja, ja, mach dir mal. Wir gehen mal einfach weiter. Halt, war da was? Ach, da. Nein. Weiter. Danke. Okay. Oh Gott. Moment. Oh, sexy. Hallo. Ey, ich finde gerade Dinge sexy. Kannst du mal nicht auf mich schießen? So, jetzt aber Ruhe hier. Ah, du Sack. Echt jetzt? Ja, frag mich mal. Tschüss. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Los. Kopf hoch. Los. Dann schieß ich dir in den Fuß, du Sack. Hallo. Aua. Alter Schwede, ich gebe mein Bestes. Ja, ich setz gleich auch mal nach. Ach du Kacke, jetzt kommen die wieder. Na komm. So, wir machen mal. Was machen wir denn mal? War das jetzt schon die Explosion? Ist ja spektakulär. Okay. Hi. Cool. Danke, wer auch immer das war. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Na, aus. Ach, guck mal, hier haben wir doch irgendwas. Hoch. Was ist denn das? Was für ein Ding? Ich hab's jetzt nur halb gelesen. Irgendwas sowieso Rosenkohl. Was auch immer. Rosenkopf. Materials Handschuhe. Ja, Rosenkohl im Weltraum wäre auch ein bisschen komisch. Ach, egal. Ja. Ach, eine Rosenkohlpanzerung. Die ist auch rein vegetarisch. Ach, egal. Okay, ja, wir gehen mal weiter. Ja, manchmal mag ich das, wenn man nur so am Rande Sachen wahrnimmt. Ist da auch noch was zu mitnehmen? Konsole. Ja, Konsolen will ich immer bergen nach. Ja, aber nicht auf meinen Konsolen. 5000 Credits. Aha. War wohl ein Sammlerstück. Ja, ja. Die sammeln auch Konsolen. Habt ihr ja gerade gesehen. Voll geil. Ach, so eine außerirdische Konsole. Hm, das wäre ja was für den Nerd in mir. So, wo muss ich denn hier? Ist egal. MP Kühlkörper. Hi. Gute Arbeit, hallo, hallo, hallo. Mach Bam. So ist brav. Wo ist denn der andere? Da war doch noch wer. Bist schon tot? Ach, du bist schon tot. Du hängst da so geil an der Wand. Sag mal, machst du auch noch mal was anderes? So, jetzt aber. Oh, und weg ist er. Tschüss. War schön mit dir, solange du da hingst. So, dann nehmen wir noch das mit. Und das nehmen wir auch mit. Und das alles? Mein Gott, gibt da viel zu finden hier.
Muss ich da runter? Ich glaube ja. Funksprüche von Cerberus. Sind Sie bereit,